Hat mich noch nie einen interviewt. Gut, das ist übrigens der Christoph. Christoph Kühnzi. Genau. Nicht Kühnzli und nicht, das ist glaube noch schwierig. Und die E-Mail-Adresse ist Kühnzi. Genau. Ist sicher nicht so einfach, das zu kommentieren. So ist es. Er ist bei uns im Haus, also im Stock tiefer, hast du Studio. Machst dort, so ein bisschen von Produkten über Porträts. Und für uns machst du eigentlich so Gestaltung von einem Magazin, das jetzt dann rauskommt. Genau. Und für das haben wir Porträts gebraucht. Du bist schon seit 20 Jahren als Fotograf unterwegs. Was ist so deine Haupttätigkeit? Also ich habe ja mal ursprünglich Fotolithograf gelernt. Was muss man sich darunter vorstellen als Fotolithograf? Die haben Bilder von den Fotografen korrigiert. Jawohl. Also mein Vater war schon Fotograf, mein Cousin ist Fotograf. Mein Cousin ist Fotograf, also Dynastie. Sind jenes Fotograf und ich kann eigentlich nicht wieder Fotograf lernen. Und dann habe ich dann Fotolithograf gelernt. Okay. Und das ist halt früher noch. Ja, die haben einfach wirklich die Bilder von den Fotografen entwickelt. Das ist im Prinzip der Bildbearbeiter genau. Heute. Genau, ja. Aber einfach auf analoger Basis. Dann ist dann die EBV dazugekommen, also die elektronische Bildverarbeitung. Nachher Scanner-Operator gsi und so in die grafische Industrie reingekommen. Bin dann 5 Jahre noch Geschäftsführer gsi von der Druckerei. Okay. Und habe mich erst nachher eigentlich selbstständig gemacht. Als Fotograf? Weil ich gemerkt habe, okay, gut. Es ist ja die Druckmaschine, ist einfach nochmal ein grosser Unterschied, Bilder abstimmen. Mit dem ganzen Beruf, den man überkommt. Es gibt teilweise nur einfach schöne Berufe, hat aber nichts zu tun mit dem Druckresultat. Und so habe ich dann eigentlich meine Selbstständigkeit angefangen. Mehr aus Printmedien aufbereiten. Oder? Mhm. Und dann ist die Fotografie ist immer ein Teil von mir. Und die ist dann aber einfach immer mehr gekommen, weil die Kunden sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, du, könntest du ja nicht porträtieren oder irgendwie... Dass du den ganzen Prozess kannst abdecken. Ja, genau. Mich hat es dann nachher genervt, dann kommst du so Porträts über, wo die Krawatte nicht sitzt und das nicht sitzt und weil sie irgendwie nicht geschaut ja, haben. Oder? Ja, logisch. Also wenn man das alles selber macht. Genau, dann heisst es, komm, weißt du was, geh doch du. Und ja, so hat das jetzt angefangen und jetzt ist das so ein bisschen... Hat ja, 50%. Okay. Also eigentlich... Gut. Ich bin froh, wenn ich halt immer das Gleiche machen muss. Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil, du hast 2 verschiedene Standbeine. Genau. Du hast 2 verschiedene Tätigkeiten, das ist viel interessanter, viel vielseitiger. Und ja, unbedingt. Und ganz klar gesagt, ich kann nicht Fotografie allein leben und nicht von dem anderen allein, aber beide zusammen. Mhm. Ja, und darum machst du bei uns auch Mitarbeiterporträts und das Layout vom Magazin. Mitarbeiterporträts klingt ein bisschen unspektakulär, aber... Was war der Auftrag? Also haben wir überhaupt erstens, einen Auftrag gegeben? wir machen es einfach einmal. Wir müssen ja Teambilder haben. Gut. Bei uns ist es so, es hat irgendjemand eine Idee und dann sagt man, komm, machen wir mal irgendetwas. Ja, genau. Du am nächsten Dienstag kannst du noch ein Fotografieren. Genau. Wir haben eine Sitzung am Dienstag und die Sitzung haben wir das mal missbraucht, um Fotos zu machen. Das heisst, am Dienstag machen wir keine Sitzung, sondern Fotos. Der Christoph kommt. Wir sind alle nervös gewesen. Natürlich nicht. Dann haben wir gedacht, gut, machen wir mal. Ja, das Briefing war kurz gewesen wahrscheinlich, oder gar nicht, ja, einfach die Mitarbeiterbilder. Heute um 11 Uhr war das Briefing. Und dann habe ich gedacht, du, ja, ich fange mal an. Mein erstes Bild. Und ja, was ist ja, super Wetter gehabt. Stimmt, das Schwierige war, es ist jetzt Winter, die Tage sind kürzer. Du bist nicht einer, der mit viel Material ankommt. Was ist der Grund? Ja, also ich finde immer, zu fest, also wie soll ich sagen, ich will einfach den Aufwand auch ein in Grenzen behalten, weil meistens, also es, viel nützt nicht immer viel, oder? Also ich denke heute mit der Kamera, erstens hast du höhere ISO-Wert, das ist kein Problem, oder? Offenblende sowieso für Porträts. und ich arbeite gerne mit natürlichem Licht, wenn es muss sein, klar, auch Blitz und die ganze das Ganze, was dazugehört, aber ich bin eigentlich schon eher für... Ich schaue eigentlich meistens... Ich habe eine Idee, was ich machen möchte. Und die kommt sowieso immer anders. Wenn ich dann vor Ort wieder sehe... Ja, du musst ja es ist ja so, und dann tue ich mich eigentlich immer so ein bisschen adaptieren
auf das, was ich kann und was kann ich dort daraus machen. Ja, und du hast ja gewusst, wie es bei uns oben aussieht, ja. Du hast Mitarbeiter gekannt, aber das Problem ist halt schon, bei mir ist es jetzt eigentlich egal, für mich ist einfach, also das Thema war noch, jeder dort fotografieren oder zeigen, was er macht. Genau, so ein bisschen im Umfeld. Genau. Das Problem ist, ich arbeite am PC meistens oder da mache ich auf dem Sofa Interviews oder Produktfotos. Ja. Und das Thema war ein bisschen, so ein bisschen weit oben das Darstellen. Und eben vor einem Fenster, wenn wir natürlich Licht gebraucht haben, also habe ich gedacht, gut, wir nehmen einfach mein, so wie wir jetzt, wie wir jetzt filmen, das Handy mit einem Mikrofon und einem Stativ und stehen das Fenster führen und der Christoph ist nachher am Fenster, ja, noch weiter näher ans Fenster, du kannst nicht vorausgehen, wir sind am zweiten Stock. Nein, ist irgendwie, was haben wir, 24-70er gelaufen gehabt, 2,8. Ja, so habe ich auch fotografiert, glaube ich, etwa 35 mm so. Okay. Ist das? Ja, aber und hinten dran sieht man noch in den Laden, die Wand mit der Tasche, das muss auch noch drauf sein, oder? Dass das dann, also es ist schon nicht ganz, also meins ist wahrscheinlich noch das Einfachste gewesen, weil ich kann irgendwo noch anstehen mit meinem Stativ. Ja, und es ist auch der, wo man porträtiert, dass der eben auch kann, wie soll ich sagen, dass man den nicht verbaut. Aha, dass der sich selber bringt. Dass ich selber ein bisschen die Idee kann bringen, hey, was schaffst du? Genau. Es ist nicht so, wenn ich dir sage, hey, mach das und das, aber es ist irgendwie wie nicht... Stimmt, du musst wie ja... nicht dies, oder? Ja. Dann frage ich lieber, hey, was schaffst du? Oder irgendwie so. Und dann sieht man ein bisschen, wo das ist. Und ich glaube, dann muss man situativ entscheiden, hey, komm, das machen wir dort oder da. Aber schon von Anfang an verplanen und nachher so... Ist schwierig. Denke ich auch nie gut. Ja, du musst ja einem Mitarbeiter eine gewisse Freiheit lassen, damit er auch sich selber kann sein. Ja, total. Oder? Dann haben wir Susanne, sie arbeitet im Versand oder Bestellungen abarbeiten. Das Problem ist, das Pult ist mitten im Raum. Also dort hast du kein natürliches Licht. Es sieht einfach nicht lässig aus. Es sieht lässig aus. Also haben wir sie irgendwann hinstellen, was sie am Fenster ist, wo man vielleicht noch in den Laden sieht und wo man noch ein Gestell sieht. Also da haben wir das Fenster sogar aufmachen, dass wir genug Licht hatten. Also sogar sogar das Fensterglas hat Licht genommen. Also es war wirklich relativ mühsam gewesen. Und das Licht aber löscht im ganzen Laden, damit wir kein Licht von hinten haben. Genau, und auch keine Wischlichtsituation. Ja, das kennen wir alle. Wissabgleichproblematik. Und dann haben wir es halt bei der Bücherwand gemacht. Und ich denke, aber es ist sehr natürlich drauf, also sehr authentisch auch. Sie ist nicht so einfach zum Kommando fotografieren. Das ist immer ja bei Mitarbeitern. Ich tue nicht gerne Model fotografieren. Das ist doch zu einfach. Weil die modeln immer. Die modeln immer. Und Mitarbeiter müssen ja. Du musst dich so verwünschen, dass er so aussieht, wie er aussieht. Nicht gestellt, nicht künstlich. Genau. Nicht. Und das ist unter Umständen noch schwierig bei Leuten, die sich nicht gewöhnt sind. Ja. Aber das ist eigentlich auch die Herausforderung. Das ist ja das. Also die Leute, wie soll ich sagen, alles anspannen und locker bleiben. Genau. Das ist so. Ja, die Herausforderung war eigentlich, einen Ort zu finden, wo man die Mitarbeiter kann schön abbilden kann am Fenster. Das sieht eigentlich noch gut aus. Ja. Gabriela. Was ich hier ganz cool finde, was mir aufgefallen ist, es hat nur zwei Farben. Es hat violett. Oben rechts hat es noch ein Pack, das ein violett ist. Und es hat braun, also Hauttöne und braun. Und die Hautton ist auch schön und so. Ja. Und nicht vielleicht geschminkt. Nicht geschminkt. Ja, sind alle ohne Make-up, nicht so wie sie sind. Wirklich aus dem Arbeitswelt gerissen. Nicht retuschiert. Angestellt, nicht retuschiert. Nein. Also das Bild ist so aus der Kamera gekommen? Also du meinst nicht retuschen? Ja, klar. Ich bin Lithograf. Ja, ich meine, die Rohentwicklung braucht es immer. Ja, ja, aber jetzt nicht irgendwelche Falten weggemacht oder so. Ich habe nichts retuschiert an den Gesichtern, Es ist ein grossartiges Bild. Im Lager, wie sie das Pack rausnimmt und wirklich so, wie sie tagtäglich, wenn sie jetzt irgendeinen Filter, einen Heida-Filter, was sie jetzt da rausnimmt, so würde es genau aussehen. Und etwas Natürlichste ist ja eigentlich das Schwierigste. Der Mensch so, wie er ist. Bilder stellen und so, das ist nicht so schwierig. Aber die Leute in dem Moment verwünschen. Ja, und das ist dann du musst mit der Kamera dorthin gehen und sagen, jetzt gehst du dort und nimmst etwas raus. Kannst du nicht mit der Kamera hinterher rennen, das geht nicht. Nein. Und von dem her hast du sie sehr gut verwünscht. Also wenn man die Kamera aufnimmt, dann ist meistens dann verändert sich das Gesicht oder vom anderen. Das ist so. Das ist so die Schwierigkeit zwischen wenn ich sie sind. Da sind wir noch in der Teppichetage. Genau. Also weg vom Lager im Büro. Ja. Die Juscha, sie ist in der Buchhaltung bei uns. Und dort haben wir ein bisschen weg vom Laden, so ein bisschen Buchhaltung. Haben wir ein Notebook genommen, haben wir vorher noch etwas hingestellt im Vordergrund. Hinten dran war ein hoher Puff, den wir noch ein bisschen umbauen. Eigentlich seriös gemacht. Aber das Licht kommt zum Teil noch vom Notebook, oder? Ja.
Wie das es ist, das habe ich eh stetig geschnallt, muss ich ehrlich sagen. Was, dass es... Dass es eigentlich recht schön ist. Ja, vor allem, sie sitzt etwa 3-4 Meter vom Fenster weg. Ja. Also es wäre zu dunkel ohne Notebook. Also das Notebook, eine Website auf, die weiss ist, Helligkeit voll rauf. Und dann kommt von unten noch ein Licht. Ich werde das auch in Zukunft so machen. Ist cool, ja, ist cool. Für die Porträts ist schon ein langer Joe einfach von unten. Ist wie ein Reflektor LED eigentlich. Sind... Zu hell, oder was? Ja, es gibt wie zwei, es macht so... Ich weiß nicht. Da kannst du auch noch irgendeine Farbe rein tun. Ja. Das ist einfach ganz leicht. Ein bisschen. Ja, die Helligkeit kannst du bestellen vom Notebook. Genau, oder? Darum habe ich das eigentlich extrem gut gefunden und es hat geklappt mit dem Licht. Und, ja, man kann etwas profitieren. Und sie ist natürlich auch, wie soll ich sagen, recht fotogen. Hast du nicht viel müssen? Nein. Gut. Nein. Ja, das ist natürlich je nach Mitarbeiter auch unterschiedlich. Die Leute sitzen da und dann... Kannst du im ersten Bild sagen, dann sind sie enttäuscht, weil es schon fertig ist, wenn sie wieder geschaffen. Und du sagst, ich glaube, ich könnte noch den ganzen Tag fotografieren, es wird nicht einfacher. Ja, oder? Das ist natürlich schwierig. Das ist aber auch schwierig, oder? Ja, vor allem mit fremden Leuten, die dann dich nicht kennen und nicht gerne fotografiert werden. Total, die muss man einfach irgendwie ein bisschen entspannen und versuchen, ein bisschen abzulenken und dann irgendwann am besten gar nicht sagen, dass du jetzt ein Foto machst, sondern einfach so während dem Gespräch versuchen. Es gibt Leute, die sind am Anfang gerade locker. Ja. Und dann wäre es mit der Zeit ein bisschen angespannter und andere, die sind am Anfang ein bisschen angespannter und mit der Zeit wird es dann so ein bisschen locker. Das dunkelt mir so ein bisschen die zwei Leute, wo die Typen, die es so ein bisschen gibt. Mhm. Okay. Mit was fotografierst du eigentlich? Also ist das eigentlich nicht relevant? Also, cool, nein, ich habe meine D3X, meine Nikon. Ah ja, stimmt. Du hast ja noch zwei Kameras. Mit zwei Kameras bist du gekommen. Ja, ich habe noch D810. Eigentlich sollte die gut sein bei wenig Licht. Ich bin aber von der Kamera nicht so überzeugt. Ich weiß, ja, das ist schon egal. Sagen, aber nein, ist schlussendlich, wenn du sagst, die D3X ist 24 Mega und das passt einfach auf den Vollformat-Sensor. Und das ist einfach. Und die ist schon 10 Jahre alt, die Kamera, oder? Ja. Aber sie funktioniert immer noch und du bist zufrieden und die ISO-Performance ist auch okay. Das ist ein gutes Objektiv und dann ist es okay. Also ich denke, ja, das ist super. Also ich habe jetzt da mit ISO 1600 fotografiert. Ja, und es lange. Ich habe das Bild rauschen. Ich habe immer ein bisschen mit denen, gibt es Bild rauschen und so. Ich meine, das ist auch schön. Also das muss und Bild rauschen ist cool, etwas, was nur die Fotografen sehen. Du kannst irgendjemandem ein Bild anheben, der merkt gar nicht, dass es rauscht. So ist es. Und wieso soll man sich über ein Problem Sorgen machen, das nicht mal 1% von der Bevölkerung weiss, was es ist? Und 100% reinzoomen tut den Kunden auch nicht. Dann schaut das Bild an, schaut sein Gesicht an, bin ich gut drauf und dann gefällt ihm das. Und wenn es nicht komplett verwackelt ist, ist es auch egal. Oder komplett dunkel? Nein, ich habe auch nichts gegen das Bildrausch. Absolut nicht. Ich meine, das ist einfach, das gehört dazu. Ja. Irgendwo müssen wir ja noch eine Schwierigkeit haben. Ja, natürlich. Oder? Also ich finde schon... Apropos Schwierigkeit. Du hast wahrscheinlich der schwierigste Faktor gewesen. Sie will nicht gerne fotografiert. Genau. Sie will aber irgendwie doch gut drauf sein. Ja, das sind die meisten. Und? Ich werde nicht gerne fotografiert. Genau. Und wieso hast du ein Bild gewählt, schlussendlich, wo sie gar nicht in die Kamera schaut? Wobei sie lachen, sehr natürlich. Ja, eben genau. Also du hast sie sehr gut bereicht, so ist sie. Das ist eigentlich... Ja, ich denke, also mir gefällt, dass man erkennt sie dreht sich nicht ab oder so. Jawohl. Sondern sie ist im... Wie soll ich sagen? Ich habe sie einfach mega natürlich gefunden. So. Das ist so, ja. Und immer, wenn man in die Kamera schaut, geht mir wahrscheinlich jetzt auch so. Dann kommt man manchmal so einen starren Blick über, oder? Ja. Dass du dich einfach auch nicht gewöhnt bist, es ist ein bisschen mühsam. Wir haben da alle Leute rausgeschickt, um einfach irgendwie eine gute Atmosphäre zustande zu bringen. Und es ist manchmal, also ich meine, es ist auch schwierig, auf einen Tag dann parat zu sein, oder? Ja, aber in der heutigen Zeit musst du einfach sagen, du hast gar nicht... Man halt vielleicht mal nicht so, oder man ist, eigentlich will ich ja gar nicht. Und das ist auch die Einstellung von dem, der fotografiert wird, halt selber. Natürlich, also, braucht man sagen, hey, komm, es sind viele Faktoren. Du kannst lange sagen, komm, jetzt machen wir, und wenn der nicht mag oder einen schlechten Tag hat, ich bin nicht gern fotografiert. Ja, es werden die wenigsten gern fotografiert. Aber das ist eigentlich schön. Ja, und da haben wir den Vorteil, du bist im gleichen Haus, du kannst einfach schnell raufkommen, könntest jetzt noch eins kommen, wenn es nicht gut wäre. Ja, was mir auffällt, ist, wo ist der Chef? Markus. Ich habe schon viele im Kopf gehabt.
Das war gestresst. Am nächsten Tag in Ferien, dann war ich gestresst und eigentlich habe ich schon ein Bild gemacht von ihm. Das passt aber nicht rein. Ja. Ich muss ihn noch etwas anders anbringen. Okay. Ich muss ihn noch ein bisschen. Haben wir gedacht, nach der Ferien ist er wieder schön, entspannt und happy. Und ja, und sein, sein Problem ist auch ein bisschen, wo du ihn ablichten. Weil er macht ja alles. Genau. Und dort, an seinem Pültchen, wo er sitzt, hinter dem Bildschirm, ist es wahrscheinlich auch nicht so spektakulär. Ja, es ist halt schon tausendfach gesehen. Oder? So ja, also Bildschirm, in, oder? Der Chef von so einem kleinen Laden, der ganz viele Sachen verkauft, was? Druckst du ihn mit Hand oder was? Hast du irgendeine Bildidee dort? Eben, genau, das ist immer ein mein Problem. Nein, das ist nicht mein Problem, fotografieren. Ich fotografiere so. Ich sehe es aber wirklich erst in dem Moment. Okay, das oder? Ist ja gut, wenn es dann gesehen ist. Aber siehst du es dann immer? Oder also ich kann mich auf mich verlassen. Okay, das ist gut. Also muss ich ehrlich sagen, ich kann mich auf meine Kreativität recht verlassen. Also ich gehe an Sachen, wo ich muss sagen, eigentlich sieht es richtig beschissen aus, das Ganze. Und das schwierige, cooles Bild machen. Also cooles Bild, das heisst, das ja, eins, wo ich finde, mal, das gefällt mir und es gibt immer eine Möglichkeit. Ja, ja. Man muss einfach ein bisschen offen sein und was aber, einfach, hast du jetzt noch keine Idee. Aber wenn ich alles einrichte und so und da will ich es machen und dann drückst du ab und dann denkst du, das sieht ja scheiße aus. Ja, aber es hat ja nichts mit dem Equipment. Also das ist eben auch noch gefährlich, ja, oder? Es hat ja nichts mit dem Equipment zu tun. Dass man zu fest ja. Verbaut dran geht, oder? Also so, dass zu fest vorbereitet. Ich denke, ich bin immer einfach einer, der sagt, okay, gut. Ich hoffe, wenn ich komme und sage, ich will es dort und dort dran, dann sagt der Chef, nein, ich will nicht das Bild dort, ich will da hin. Okay, ja, du musst die Flexibilität haben und dann einfach dorthin das Beste daraus machen. Genau, oder? Ich glaube, das ist schon noch irgendwie das, was die Herausforderung ist und was mir aber auch Spass macht. Okay. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Also vor allem jetzt... Ich glaube davon. Gar nicht, dass ein Fotograf wäre, das finde ich ja spannend. Oder du sagst alles, aber ja, nicht Fotograf. Ja, ich habe natürlich Zorge, also mein Vater ist selbstständig gewesen, ich habe natürlich Zorge erkannt von einem selbstständigen ja, Fotograf. Also er war Industriefotograf gewesen, also Architektur und Industrie. Aufnahme und ja, und gleich war das immer ein Teil von mir und ich habe auch immer fotografiert, aber nicht, ich bin nicht der eine, der den ganzen Tag mit der Kamera rumrennt. Okay. Oder? Also ich habe immer offene Augen und so, aber nicht, ich bin nicht der eine, der in die Ferien geht und dann fotografiere ich alles, weil, ja. Okay. Lieber so ein bisschen punktuell oder wenn ich eben so, oder so gute Projektsachen oder so Zeug. Mache ich sehr gerne. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Und auf danke weiterhin dir. Gute Zusammenarbeit. Ja, genau, machen wir. Und wenn irgendetwas super, musst haben, zu deiner D3X, wir haben fast alles. Ja. Ja, es klingt jetzt blöd, veraltet, aber... Nein, das ist überhaupt kein Problem. Sag immer, der hinter der Kamera nie gesehen hat, nützt die beste Kamera. Das ist so. Das ist also ein sehr gutes Schlusswort. Danke. Gut. Tschüss zusammen. Merci.